Für mich ist natürlich das sehr spannend und auch immer wieder speziell. Auch wenn man draußen ist, kennt man sich einfach. Und du bist bei den Leuten, es ist zugänglich, es ist für Familie. Und ich glaube, das ist das, was Tour de Suisse sehr, sehr speziell macht und nahbar macht. Ich hatte einen schönen Tag gehabt, sehr herzlich, sehr offen. Ich habe die Leute dürfen lernen kennen. Auch mit Kunden können zusammen sein und wir sind bei den Teambussen durchgelaufen, kurz so ein bisschen können erzählen, wie das eben hinter den Kulissen aussieht. Für mich war es spannend, das ist schon mal eins und hoffe eben, dass ich auch noch etwas mitgeben kann. Und ich glaube, das ist da so, man kann Synergien schaffen, dass man einander helfen kann, unterstützen und so eigentlich das Bestmögliche für, ja, für alle und für beide herausholen können. Jetzt hier speziell der eine oder andere schon gefragt, ja, hättest du das nicht Lust gehabt mitzufahren oder heute nicht und auch gestern wäre ich nicht gerne gefahren. Am Schluss, nein, es ist gut so wie es ist. Ich genieße es auf der anderen Seite. Ich habe nicht so viele Schweißtropfen und ich habe nicht die Beine, die wehtun nach diesen Aufstiegen und auch nicht das Risiko, das man zum Teil halt hier eingeht. Von dem her, nein, ich bin happy, ich bin sehr wohl und habe sicher sehr, sehr genossen jetzt. Faszination hat als ganz kleiner Gil schon angefangen. Du konntest am Strassenrand zuschauen, wie sie sich durchgefahren sind. Und natürlich selber im eigenen Sport ist es etwas sehr, sehr Spezielles, etwas sehr, sehr Schönes, wenn man eben einmal selber hier teilnehmen kann. Und es ist auch ein Fest. Es darf auch ein Fest sein, es soll so sein. Es ist gemütlich.